Einfach loslassen. Auf der Suche nach sich selbst sitzt ein Mensch vor seinem Haus, klagt sein Leid ununterbrochen. Er umklammert mit der Hand eine stachelige Kugel, deren spitze Stacheln ihm tief ins Handfleisch dringen und ihm großen Schmerz bereiten. Immer wieder fragt er jene, die an ihm vorübergehen, wie er sich von seinem Leid möglichst schnell befreien könne. Einer meint, sein arges Leiden, das er jetzt ertragen müsse, sei die Wirkung früherer Schuld, die er damit sühnen würde. Einer deutet seine stachelige Kugel in der Hand als die einmalige Chance, menschlich tief zu reifen. Und ein Dritter rät ihm noch, eine Therapie zu machen, um die Kindheitsursachen für sein Leid aufzudecken. Aber all die Ratschläge sind für ihn nur weitere Schläge. Sie verschärfen ihm das Leid. Eines Tages aber kommt zufällig ein Kind vorbei. Es betrachtet ihn erstaunt und entgegnet seinem Jammern: Lass die Kugel doch einfach los. Dieses Gedicht stammt aus meinem Buch »Lasse los, worum geht es eigentlich?« Gleichnisgedichte. Es ist 2020 bei Bott Books on Demand erschienen. Leseproben findet man im Internet bei Bott, Thalia und noch ausführlicher bei Google Books. Eine Auswahl aus ihm präsentiere ich mit Gedichten und Liedern auf diesem Kanal unter dem gleichnamigen Titel »Worum geht es eigentlich?«.